Hallo, da bin ich wieder zurück mit einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Heute mit einem Bonus-Part, denn wir werden jetzt heute, nachdem wir den Final Boss geblättert haben, werden wir jetzt noch die gesamten Mythensteine der gesamten Region über uns ergehen lassen. Es sind dann auch wieder einige, so wie wir es damals bei Ocarina of Time gemacht haben. Und das wird auf jeden Fall auch für mich wieder ein bisschen anstrengend sein, da es halt auch teilweise halt wahrscheinlich auch auf die Umwege gehen darf. Aber für euch tue ich das auch gerne. Und der Anfang macht auf jeden Fall gleich die Ebenen von Termina. Da werden auf jeden Fall sechs Mythensteine zu finden sein, wovon einer ein bisschen abgelegen liegt. Aber bevor wir dies tun, sollte ich vielleicht mal die Ballade des Kronos spielen. Und vielleicht auch nicht zu viel Zeit verlaben. Nur ich kam gerade in die Steuerung noch rein. Wie war die nochmal? Ne, das war sie nicht. Es ist halt nämlich schwierig, weil das nehme ich gerade im Vorab wieder auf, also vor dem eigentlichen Projekt, da ich das so schnell wie möglich auch durchgehabt haben will. Und so wird es dann auch wieder so sein, dass ich halt dann auch wieder zwischendurch cutten werde und der erste Cut folgt dann so noch. Zugleich, weil für den ersten Mythenstein muss ich durch den Untergrundtunnel, um an ihn ranzukommen. Andererseits wird es, glaube ich, auch mit einer Wunder-App so funktionieren, aber ich habe jetzt keine Lust, mir eine zu holen. Nochmal ein bisschen Wasser. Davon habe ich jetzt auch keinen Bock. Also, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich dann bei der ersten Statue bin. Also dann, bis gleich. So, und hier sind wir dann bei der Nähe des Observatoriums. Gibt es. Ja, da hätte ich die Wunder-Apps also von dieser Seite gebraucht, um rauszukommen und reinzukommen, hätte ich auch mit einer Deko-Blume reingekonnt. Okay, egal ist jetzt. Egal. Jedenfalls ist hier der erste Mythenstein. Der Mythenstein beschreibt die Anwesenheit der Maske und spricht zu dir. Doch der Sinn seiner Worte vernehmen nur Außerwelte. Der Postboten ist sein Zustellungsplan das Allerwichtigste. Altzustellungen genießen jedoch noch höhere Priorität. So, dann ab dann zum nächsten, aber das kann ich jetzt auch mit dem Liederschwingen machen. Jetzt haben wir dann noch fünf weitere. Und am Ende des Videos werde ich dann noch einen kleinen Glitch zeigen. Da werden wir dann eben gemeinsam einen kleinen Glitch demonstrieren. Und zwar geht es dann um die mächtige Maske, die wir im Bosskampf verwendet haben. Und ihr werdet dann im anderen Bonus-Part, ich glaube, das hänge ich wahrscheinlich. Oder ihr habt schon gesehen, wahrscheinlich hänge ich das sogar noch an den Wänden dran. Da werde ich dann halt den Bosskampf nochmal machen, aber diesmal auch ohne. Also ohne den Maske der grimmigen Gottheit. Es wird dann einfach ohne Maske laufen. Und die einzigen Mythensteine, die ich nicht zeigen werde, das wären nämlich die auf dem Mond, weil die enthalten halt nur die Spoiler über die Maskenpositionen. Und das sind einige, aber tausende von Mythensteinen gefühlt oben. Da werde ich dann auch noch die Linkliste zu dem Mythensteingeheimnis, die werde ich sogar noch unten in den Video Beschreibung posten. So, und was hast du zu sagen? Die Krähen, die um die Stadtmauern fliegen, scheinen Musikinstrumente zu mögen. Und diesen Tipp hat eben damit zu tun, denn wenn man bei dem Raben eben ein Liedchen spielt, dass er dann eben dann uns ein paar Rubine droppen lässt. Also man kann dann auch bei ihm einige Rubine farmen, wenn man das möchte. Was aber nicht gerade richtig empfehlenswert ist, es gibt bessere Methoden. Entweder man tötet die Krähe mit Feuerpfeilen. Also ich meine jetzt eher den großen Vogel, nicht die Krähe um den Stadtmauern rum.
Eine gute Tat auf der Ranch könnte dir zu einer Mitgliedschaft für die Milchbar verhelfen. Ja, und das ist klar. Also wir hatten ja damals Kramer geholfen, eben die Milch zu beschützen, wurden dann halt eben mit der... Oh Gott, mit der Romanis Maske belohnt. Einfach nur eine Kuh darstellt. Damit hätten wir schon mal drei, also drei bleiben noch im Sinn. Und die nächste müsste jetzt hier oben irgendwo sein. Weil ich habe halt nur vage Beschreibungen von den Standorten. Also muss ich sie halt zum Teil auch noch selbst suchen. Aber da ist sie ja schon. Die Maske der Liebenden, das Symbol der Ehe, ist von einer besänftigenden Kraft, die Streitigkeiten verstummen lässt. Ja, und hat die Maske der Liebenden war halt ein bisschen schwer zu holen. Aber damit konnte ja dem den Bürgermeister beruhigen, damit die unnötige Sitzung beenden lassen durften. So, und die nächste müsste jetzt hier unten irgendwas sein. Das wäre dann die fünfte. Und dann ist noch die sechste irgendwo zwischen dem Eisgebiet und dem Canyon. Da ist es. Danach kommen dann die nächsten vier, die dann alle in den Mythensteinlöchern sind, glaube ich. Aber das muss ich dann nochmal schauen, da wird es dann nochmal einen kurzen Cut geben. Weil ich muss dann noch irgendwo ein bisschen Bomben farmen, weil ohne Bomben geht es dann halt nicht. Anju, die Wirtin des Gasthofs, steht im Ruf, unachtsam zu sein und ihre Gäste zu verwechseln. Ja, deswegen haben wir halt Hotelzimmerschlüssel bekommen von ihr, weil sie halt uns für den Gast hielt, der eigentlich das Zimmer gemietet hat und haben damit im Grunde eben den Schlafplatz geklaut. Ich kann nichts dafür, wenn die Gesichter nicht erinnern kann. So, das ist noch der letzte. Das Versteck von Sakon, dem Dieb, liegt gut verborgen am Rande des Ikania Canyon. Ja, also das als kleiner Tipp, wenn ihr unbedingt Sakon besuchen wollt für die Blaface Quest. So, ich hoffe nur, ich finde jetzt gerade hier irgendwo ein paar Bomben, oder dass ich welche kaufen müsste. Weil das wäre ideal für mich. Aber wahrscheinlich habe ich Pech und finde hier nur Pfeile, weil einfach die Bomben seltener sind als die Pfeile. Aber ich mache mir jetzt auch keinen Stress, weil die Zeit die sollte auf jeden Fall reichen, weil ich glaube nicht, dass ich da einmal resetten müsste. Okay, jetzt haben wir schon ein paar Bomben. Es wären schon mal 5 Stück, aber ich hätte gerne 10. Aber das müsst ihr jetzt nicht gemeinsam ansehen. Wir machen jetzt noch mal einen kurzen Cut und ich melde mich dann gleich wieder, wenn wir dann bei dem nächsten Statut sind. Also bei den nächsten Mythensteinen. Und ich glaube, 10 Bomben sollten auf jeden Fall für die Sonderfangen reichen. Also dann, bis gleich. So, und die nächsten Mythensteine, das sind alle dieselben, das dreht sich dann um diese Mythensteine, die mir damals einfärben musste für das eine Herzteil. Ich hoffe, dass das jetzt die richtige Höhle ist. Weil die haben, so viel ich weiß, auch alle dasselbe Secret. Also, das heißt jetzt nicht, dass einer nur... Sorry, aber dich muss ich lieber so weghauen, weil... Der dreht sich halt gerne mal und ohne Deko, deshalb kann ich den halt nicht paralysieren. Denn die haben nämlich alle das Gleiche. Das sind nämlich die, die in Reihe und Glied stehen. Angefangen mit dem hier. Es wird behauptet, dass all die merkwürdigen Steine, die wie in Reihe und Glied dastehen, eine Farbe haben sollten. Etwas größere seltsame Stein scheint seine Farbe zu wechseln, wenn die Gitarre der Wellen ertönt. Ja,
Der etwas größere seltsame Stein scheint seine Farbe zu wechseln, wenn die Pfeifen des Erwachsens ertönen. Der etwas größere seltsame Stein scheint seine Farbe zu wechseln, wenn die Trommeln des Schlafes ertönen. Okay, das hat auf jeden Fall damit zu tun mit diesen drei Liedern. Also man kann es halt mit drei Liedern verändern lassen. Entweder mit der Sonate des Erwachsenen. Erwachsens. Fail. Ich meine Sonate des Erwachens, Entschuldigung. Und das schneide ich jetzt nicht raus, weil Fails müssen drin sein, weil sonst ist es ja nicht lustig. Dann hätten wir auch noch da das koronische Schlummerlied und dann noch die Bossa Nova der Kaskaden, ich glaube so hieß es. Ach ja, und falls der Rahmen anders sein sollte wie in den vorherigen Parts, dann ist es halt wegen der Vorabaufnahme, denn ich möchte Keanu auch nicht wegen jedem Projekt gerade einen neuen Rahmen basteln lassen, also damit ihn belästigen. Weil wir sind halt wenigstens meine noch originalgetreu und selber halt gemacht. Also ich werde nicht wegen jeder Lappalie belästigen. Aber ich bin trotzdem auch noch dankbar. Also wenn er es gerne tun möchte, dann kann er es ja gerne tun. Aber ich werde ihn sicher nicht wegen jedem Projekt ihn damit stören. Und auf jeden Fall bin ich ihm auch noch sehr herzlich dankbar, dass er mir die Checkliste für die Herzteile und Flaschen nochmal zur Verfügung gestellt hat. Also beziehungsweise er hat sie für mich rausgesucht und in eine PDF-Datei umgewandelt. Ich bin halt mit solchen Techniken Schnickschnack halt nicht so gut. So, dann kommen wir dann zu den nächsten. Da muss ich jetzt mal kurz runterscrollen. Das wären nämlich die in der Romani Ranch. Und ich glaube, ich brauche... Ja, ich glaube, ich brauche wirklich die große Bombe noch dafür. Also, wir sehen uns dann auf jeden Fall bei der Romani Ranch wieder, weil da sind... Muss ich mal schauen, wie viele sind das? 6? Ja, scheinen 6 weitere Mythensteine zu sein. Also dann, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir dann den Felsen weggesprengt haben, oder? Ich glaube wahrscheinlich sogar noch eins außerhalb. Ich muss halt schauen, wo die Positionen sind. Also dann, bis gleich. So. Und hier sind wir jetzt wieder zurück, hier bei diesem Mythenstein. Es gibt nämlich 5 auf der Ranch und einer außerhalb und den werden wir als erstes angehen. Ich muss dann nur testen, was der gerade sagt, ob das halt noch zur Romani Ranch gehört oder nicht. Und ja, er gehört zur Romani Ranch. Der Geist eines fantastischen Tänzers, der auf den Feldern von Termina starb. Jetzt hatte ich gerade Angst, ich hätte das Mikro schon wieder hochgeklappt. Okay, ich glaube, ich fange lieber doch mal von vorne an. Der Geist eines fantastischen Tänzers, der auf den Feldern von Termina starb, tanzt dort heute Nacht vor Nacht. Also noch heute. Ach, halten wir uns nicht mit den Details auf. Wenn ich jetzt noch weiter so mache, dann werde ich wahrscheinlich bis zum Morgengrauen nicht fertig damit. Und wer erinnert sich da eigentlich noch an den Rekord, den ich mal in der Sub-Schießbude hatte? Und ehrlich, also bei der... Bei der N64-Version hier auf dem Emulator, ich glaube, das ist nämlich alles andere als einfach gewesen. Ich kann es wohl nicht sagen, aber von meiner Erfahrung nur halt her. Weiß ich noch nicht, wie schwer das war, weil ich glaube, ich wusste, dass das damals noch mit Safe States lösen. Und während dem Let's Play blieb mir halt nichts anderes übrig. Da musste ich es halt ohne Safe States lösen. Aber sonst wäre es ja auch gecheatet gewesen. Dann gibt es nur wieder zu viele Kritiken. Und ich glaube, den Rekord, den ich auf dem 3DS habe, ich bin mir zwar nicht sicher, aber es gibt vielleicht ein paar Leute, die können den noch gut schlagen, aber nicht mehr die Anfänger, weil das halt ein Punkterekord, der ist nicht mehr so leicht schlagbar, weil das war nahezu fast perfekt. Entweder man ist ein Speedrunner oder hat ein Speedrun-Tool, der für ihn einarbeitet, weil das war fast nahezu perfekt.
Aber komm jetzt zum nächsten Mythenstein. Kitten, der geisterhafte Fuchs, scheint sich gerne im hohen Gras zu verstecken. Das ist also Kitten wahrscheinlich insgeheim wahrscheinlich ein Wuppix, der gerne halt von der Pokémon-Zivilisation geflüchtet ist und dann halt eben Zuflucht sucht. Also ich gehe jetzt mal sehr stark davon aus, dass er halt eben Zuflucht hier in Termina gesucht hat. Und das hat eben der Fuchs, mit dem wir halt eben die Fragen beantworten mussten für ein Herzteil. Und gleich hier unten ist das nächste Mythenstein, also Mythenstein Nummer 3. Da gibt es noch zwei, einen bei der Hunderennbahn, einen bei dem Hühnerstall und einen noch hinter dem Kuhstall. Bremer Maske scheint die seltsame Eigenschaft zu haben, jungen Tiere Reife zu verleihen. Damit ist eben halt gemeint mit diesen Küken, weil wir haben halt die Bremer Maske verwendet, haben die Küken halt in Hühner verwandelt. Auf magische Art und Weise. Also wir könnten mal eine Theorie nochmal testen. Wahrscheinlich verliere ich jetzt alles mein Geld, aber ich will nur schauen, ob die Theorie noch passt. Es gibt halt die Theorie, dass halt der goldene Hund meistens immer der Erste ist, der gewinnt. Ich will jetzt einfach mal spaßeshalber mal meine 80 Rubine einsetzen. Ohne mit der Maske des Wissens nachzuschauen, ob der wirklich gewinnt. Wenn ich gewinne, dann zahlt mir jeder Abonnent 5 Euro. Also wenn er wirklich Erster wird. Ausschließlich Erster. Wenn der Zweite wird, Dritter, Vierter, Fünfter, dann habe ich wenigstens eins entweder verdoppelt oder zurück, aber dann müsste ich mir nichts zahlen. Nur wenn der jetzt Erster wird, dann zahlt mir jeder Abonnent 5 Euro. Gehört zu illegalen Glückswetten, aber man will ja auch ein bisschen Spaß haben. Ich will nur die Theorie beweisen, ob das überhaupt wirklich weiß oder ob das einfach Glück ist. Du wirst ja halt hoffen, dass er halt nicht gewinnt. Aber er sieht gut aus. Er kommt nicht vor. Ne. Weil damit es auf jeden Fall die Theorie widerlegt, dass der immer gewinnt. Also da war es mal einmal nur Glück. Und so mal getestet haben, weil ich wusste, dass es nicht klappt. Ja, ich weiß, es war eine schlechte Wahl. Aber ich wollte die Abonnenten jetzt nicht alle um 5 Euro ärmer machen. Deswegen habe ich auch die Wette riskiert. So, aber kommen wir jetzt wirklich zum nächsten Mythenstein. Also, vielleicht ist die Chance höher, dass der gerade als Erstes gewinnt. Weil ich hatte wirklich mal einmal ein Erlebnis, es war mal privat. Weil ich hatte die Maske des Wissens nicht. Und das erkläre ich dann gleich, wenn ich das sobald mit dem Mythenstein gelesen haben. Der Genuss des Chateau Romani lässt deine magischen Kräfte 3 Tage lang nicht versiegen. Ich glaube, ob ich das mal demonstriert habe, weil ich glaube, beim Pferdenbosskampf habe ich das definitiv nicht. Das wäre ja unfair gewesen. Also ist auf jeden Fall so. Aber ich glaube, ich bin mir selbst nicht mehr genau sicher. Vielleicht habe ich es mal gemacht, weil eigentlich war ja auch das mit der Maske war auch schon fast gecheatet. Aber komm jetzt mal zum Thema zurück. Das war jetzt einmal so. Ich hatte mal die Maske des Wissens nicht. Ich habe da mal spaßeshalber mal 90 Rubine auf den goldenen Hund gesetzt und habe dann wirklich gewonnen. Ich habe dann einfach mal 270 Rubine verdient ohne die Maske des Wissens. Und deswegen gibt es halt immer noch die Theorie, gewinnt er wirklich immer zu 100%. Jetzt wisst ihr es, nein, er tut's nicht. Also keine Angst, ihr verliert keine 5 Euro an mir. Der kuriose Detonaten scheint die Maske der Nacht ein Objekt der Ruhelosigkeit im Verkauf zu haben. Aber auch nur, wenn ich den Dieb davon abhalte, die Bombentasche zu klauen, weil sonst hat
er aus irgendeinem Grund die Nächte. Entschuldigung. Wenn ihr es vielleicht noch gerade mitbekommen habt, ich habe halt noch ein bisschen Schnupfen. Es hat immer so in der Winterzeit, das hat man dann immer wieder so oft. Vielleicht nehmt das noch gerade am Winter auf. Also Winter 2018, falls es jemand interessiert. Das ist doch der letzte Mythenstein hier. Kaffee, dessen Aufenthaltsort unbekannt ist, scheint einen Brief von Anju zu erwarten. So, und damit wären das jetzt auch alle Mythensteine von der Romani Ranch gewesen. Da gehen wir jetzt ab zu den nächsten. Das wären die in den Sümpfen. Davon gibt es nur 3 Stück. Da muss ich jetzt mal schauen, wo die genau sind. Also eins ist auf jeden Fall im Skultula-Haus. Dann eins beim Hexenhaus und das letztere ist zwischen den Ebenen. Kann das sein? Auf dem Weg zur Sumpfschießbude. Okay, dann weiß ich jetzt, wo genau. Also dann für euch gibt es wieder einen kurzen Cut. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir dann beim ersten Mythenstein sind, bei den Sümpfen. Also dann bis gleich. So, und da sind wir auch schon. Ich weiß mal, was diese Fledermaus da weg. Außer sie geht mir gerade nicht auf den Keks. Was da, dass sie das tut? Immer die erste Mythenstein. Der erste er. Scheinbar hat jemand vergessen, die Dachterrasse des Gasthofs zum Eintopf zu verschließen. Also ein geheimer Tipp, dass halt die Dachterrasse des Gasthofs zum Eintopf, die verschlossen ist. So, dann jetzt ab zum nächsten Mythenstein, da müssen wir jetzt eben zu den Hexen rüber. Und dann für das letzte muss ich dann halt eben nochmal in dieses Kulturhaus in den Sümpfen rein. Das mit B-Schwimmen geht halt nicht. Also B-Schneller schwimmen. Das war wahrscheinlich ausschließlich halt in OOT möglich. Was ich halt schade finde. Man hätte es auch wieder einbauen können. Oder weil sie halt dachte, ja, das gibt halt den Mythenstein mit dem Geheimnis nicht mehr. Dann tun wir es halt nicht mehr. Wieso sollten wir das dann tun? Vielleicht auch eine schlaue Idee. Ja, und ich benutze gerne mit den Blitzwibbel-Attacken, weil die vor allem sehr effektiv, wenn man nämlich den ersten Boss blätten will. Wenn man das hinkriegt. Aber dafür ist nämlich der erste Boss nämlich in der 3DS-Version nämlich der allerschwächste. Weil da kann man dann nämlich sowas von No Damage schlagen, dass es kein Morden mehr gibt. Das Infocenter für Touristen akzeptiert keine Schnappschüsse, die außerhalb des Sumpfes gemacht wurden. Wenn du aber ein Bild vom Sohn des Leiters hättest, würde er dich bestimmt belohnen. Das ist eben halt das Geheimnis um das Herzteil, was man eigentlich normalerweise bekommt, wenn man den Schnappschuss vom Deku könig. Und ich glaube, ich muss gleich niesen. Ja, ich glaube, ich muss noch gut nehmen. Und ich hab's gecallt. Es ist passiert. Es war halt mir eben gerne immer noch eine Mute-Taste. Mal schauen, dass ich das mit dem neuen Headset dann auch irgendwie hinkriege. Wenn dann mein altes wirklich mal aussteigt. Aber da habe ich jetzt auch ein Programm gefunden, mit dem ich dann auch die Stimme verstärken lassen kann. Also die Lautstärke, weil es halt mit USB-Mikrofon ist es halt immer so, dass halt die Stimmen immer zu leise sind. Aber es sollte theoretisch auch so gehen. Das, was ich jetzt tue, das tut mir mehr weh.
Ja, der Schnupfen, der macht mir gerade wieder zu schaffen. Ich hoffe nur, es wird jetzt nicht zu behinderlich. Ja, ich glaube, es wird noch ein bisschen zu schlimm. Wahrscheinlich muss ich zu Not nochmal cutten. Also spätestens, wenn ich den Mythenstein habe, dann cutte ich nochmal. Tut mir jetzt echt leid, das ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Für mich. Hoffentlich ich krieg das irgendwie hin. Jetzt muss ich nur schauen, kann ich auch von dem Raum aus rüber? Oder geht das nur schließlich? Ich glaube, irgendwo ist. Was war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr, ich hab's voll auf den Kopf vergessen. Nehmen wir halt den kleinen Umweg. Sicherheitshalber. Ob du es funktioniert auch mit Ocarina oder brauche ich wirklich die Blöden. Ja, es funktioniert auch damit. Und aktuell habe ich jetzt gerade 39 Minuten, aber für mich wird das viel weniger sein, weil ich dann halt viel rauscut. Aber es ist auch für euch besser so, als wenn ich da auch noch die Laufwege noch mitzeigen müsste. So, und um den Mythenstein deshalb dreht, ist halt der in dem Raum, dem die vielen Skulpturas waren. Und dort ist er. Und ehrlich, es ist wirklich sehr schwierig mit dem N64-Controller zu zielen. Es wäre genau noch schwieriger, als wenn man es mit der Tastatur macht würde. Sind auf jeden Fall diese Schießbooten-Minispiele sehr lustig für mich. So, das ist er. Die Maske, durch die man in die Gedanken und Herzen anderer schauen kann, leistet auch bei Tieren ihren Dienst. Und es ist halt eben so, der eine, der uns halt die Maske gegeben hat, der wir ihn halt von dem Fluch befreit haben, der hat halt auch darüber gelabert, dass man mit der Maske reich werden kann. Und das ist eben halt eine Verkettung. Der Tipp, dass man halt bei der Hunderennbahn halt mehr Geld machen kann, wenn man in die Gedanken der Tiere schauen kann. So, und die nächsten Mythensteine sind dann in der Meeresküste, das sind aber nur zwei Stück. Und ich hoffe, ich brauche keine Wunder-Apps dazu. Es gibt jetzt nochmal einen kurzen Cut, jetzt kann ich mal ein bisschen kurz mal um die Erkältung kümmern und dann sind wir dann gleich wieder für Sie da, wenn wir dann in der Meeresküste sind. Also dann, bis gleich. So, da sind wir jetzt auch wieder zurück. Und der erste Mythenstein ist in nordöstlicher Richtung der Gerudo. Piratenfestung. Das ist das Gerudo-Festung, das ist der Piratenfestung. Und ich hoffe mal, dass man jetzt wirklich nicht Dings braucht. Unterärpse. Weil ich weiß nur, dass es irgendwo dort drüben ist, aber ich weiß nur die genaue Position nicht. Und ich glaube, für den nächsten Teil nehme ich dann auf jeden Fall den Zora, weil mit dem kommt man viel besser was vorwärts. Im Gegensatz zu dem 3DS-Teil, da ist dann einfach nur einfach schlecht. So, hier irgendwo müsste einer versteckt sein. Ist jetzt halt nur die Frage, wo. Okay, da ist er wahrscheinlich. Nein, da drüben ist er.
Da drüben ist er. Also gibt hier nur zwei. Da gibt es noch bei der Bergregion und im Canyon welche. Dann esse ich da die vom Boden vor noch. Da werden wir dann uns eine ruhige Stelle suchen. Während ich dann halt in die Zeit hinein warte, indem ich da kurz noch eine Chateau Romani hole. Und dann später noch den Bug demonstriere, also den Glitcher. Ein Behältnis für Milch scheint die Belohnung für die nächtliche Aushilfe bei Romani zu sein. So, das nächste ist in dem Gebiet von Kap Zora zu finden, nämlich im Fluss selbst. Und ehrlich, mit dem Zora hier durchzuschwimmen in der Version, das finde ich so angenehm. Was ich dann auch noch mit der Chateau Romani noch zeigen könnte, denn es gibt ja auch die Möglichkeit, auch zum Shadowbuch-Tempel zu kommen, auch ohne Schildkröte. Also zumindest mal so gut es geht. Ich werde dann gleich mir auch den Chateau Romani anwerfen. Das können wir dann auch noch so als Bonus-Part hinzufügen. Weil dann würde ich das vielleicht noch zuerst einfügen. Weil ich glaube, ohne ist es halt ein bisschen schwierig. Aber dann hole ich dann auf jeden Fall das Geld von der Bank. Wo ich dies dann tue. Danach kommt der Glitch. Dann haben wir dann halt wahrscheinlich da bei dem Bonuskampf, wenn ich es dann ohne Maske habe, halt unendlich Magie. Aber ich hoffe, ihr könnt mir das dann auch verzeihen. Sofern es nicht schon gezeigt worden ist. Um Evan dazu zu bewegen, Mikaos und Chappas Komposition zu lauschen, solltest du in einer anderen Form erscheinen. Es scheint, als ob jemand, der kein Mitglied der Band ist, seine ungeteilte Aufmerksamkeit genießen darf. Und ich habe mir fast meinen Controller aus der Hand geschlagen. So, das waren auf jeden Fall alle, die es hier zu finden gibt. So, jetzt muss ich schauen, die Bergregion, da gibt es insgesamt drei. Und ich darf den Frühling herbeiführen. Oh Gott. Okay, das wird auf jeden Fall witzig. Das heißt, ich darf Gott nochmal besiegen. Yay! Als ob ich das nicht schon gerne mag. Und ich habe gerade keine Dekustäbe. Yay! Doppelt hoch 3. 1252. Frag mich nicht, wieso. Also das heißt, ich darf Gott besiegen. Halleluja! Und ich kaufe mir auf jeden Fall noch ein paar Dekustäbe. Zur Sicherheit. Ja, die sind, glaube ich, noch stärker als die Maske der grimmigen Gott. Kann man auch bei Bosskämpfen einsetzen. Aber ich mache das eigentlich immer mit den Dekustäben. Und wieso soll ich das jetzt nicht auch nochmal tun? Das heißt, ich darf auf jeden Fall nochmal Frühling machen, also wir sehen uns dann auf jeden Fall gleich wieder, sobald ich den Frühling herbeigerufen habe und wir dann beim ersten sind. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich überhaupt noch genug Geld auf dem Konto habe. Einmal für Chateau Romani. Na gut, jetzt haben wir mal 300 Rupien, das sollten reichen. Ich habe schon einiges Geld wahrscheinlich auch schon privat ausgegeben. Aber ehrlich, wenn man schon einmal die 5000 Rubinengrenze für das Herzteil erreicht hat, wieso soll man es dann nicht tun, dann das Geld auszugeben? Also dann, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es soweit ist. Also dann bis gleich. Und nachdem wir Gott auch wieder besiegt haben zum x-tausendsten Male,
können wir uns jetzt nämlich um die Mythensteine kümmern. Da ist gleich eins in der Nähe. Na, des Froschteiches. Dann ist auch eins zwischen dem Schmiede und der Quelle. Und dann ist noch eins zwischen den Eben und dem Bergdorf. Das heißt, wir holen lieber zuerst die zwei hier und dann auf den zwischen Eben und dem Bergdorf. Und das wäre das bald die erste hier. Auf der Romani Ranch südlich der Stadt hat man ein kleines verehrtes Pferd aufgenommen. Das kleine verehrte Pferd ist nämlich Epona, das sie aufgenommen haben. Nachdem es das Horrocket versucht hat, es loszuwerden. Hat es wenigstens Romani gefunden. Und da gibt es noch eines hier in der Zwischenpassage, die halt nur im Frühling offen ist. Deswegen musste ich den Frühling herbeiholen. Nur wegen diesem einen Mythenstein. Die Frösche, die zu Beginn des Frühlings in die Berge ziehen, sind fort. Du benötigst Don Geros Maske, um sie zusammenzuführen. In Unruhstadt, in den Sümpfen, in den Tempeln des Dämmerwalds und der Schädelbucht findest du alle vier. Das sind dann eben die Positionen der Frösche und diese blöden Geisterviecher lassen mich nicht in Ruhe. Vor dem der Goronpfad hier. Und diese Geisterviecher lassen einen halt nicht in Ruhe. So, dann gehen wir noch zum Letzten. Das ist eben zwischen der Ebene und dem Bergdorf. Ja, dort müsste noch eines sein. Der einzige Ort, der noch Schnee hat. Fragt mich nicht, wieso. Es ist einfach so. Aber es gab auch keine richtige Schneegegend. Auf jeden Fall ist hier noch der letzte Mythenstein der Bergregion. Haben wir nur noch den Kern und dann lese ich noch die übrigen vor. Der Goldstab, den man beim Goron-Rennen im Frühling gewinnt, dient dem Schmied dazu, ein Schwert zu veredeln. Du kannst den Staub dem Schmied auch für 40 Rubine verkaufen. Allerdings zahlt der kuriose Tätenladen 200 Rubine dafür. Und das ist eben mal umgekehrt. Da ist mal der kuriose Tätenlad mal richtig seriös. Und der Schmied, der ist einfach nur ein hinterlistiger Abzieher, wenn man kein Schwert hat. Dann verkauft er das, was wir für 40 Rubine verkauft haben, verkauft er das einfach im kuriosen Tätenlad für 200 und macht dann 160 Rubine Gewinn. Also der ist also doch nicht so clean, wie alle dachten. Dieser Chinese, der uns das Schwert zum Schmirgelklinge veredelt hat, damit man das auch ewig benutzt kann, nicht mal durch die Zeit verloren geht. Was völlig unlogisch ist. Aber egal, ist wenigstens bestes. Und haben wir halt ein starkes Schwert. Und ohne ein starkes Schwert kommt man im vierten Gebiet nicht mehr sehr weit. Da hatte ich auf jeden Fall Probleme. So, und auf dem Canyon gibt es jetzt noch vier weitere. Da muss ich nur schauen, wo du... Nein! Ich darf die Urkundenquest auch nochmal machen. Wegen eines Mythensteins. Okay, es gibt noch mal einen kurzen Cut und die CPU fasst es auch nicht mehr. Das fängt gerade an zu spinnen. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich auch die Urkundenquest gelöst habe. Goddammit, Nappa! Habe ich heute nicht genug gelitten, Spiel? Anscheinend nicht. Also dann, bis gleich. So. Dann ab zu den letzten vier Mythensteine. Währenddessen im Hintergrund die Glocke läutet. Und zwar gibt es mal einen bei der Weggabelung zum Friedhof und dem Canyon selbst. Unter einem Steinp-
Pilz, das müsste der da drüben sein, aber es muss wie ein Ball abwarten, bis die sich alle in Suizid treiben. Weil dort ist er nämlich. Der erste Mythenstein und danach werden wir uns dann gleich zum Canyon hochwarpen. Verwendest du unweit von hier das Auge der Wahrheit und sprichst du den Mann, den du dann finden wirst? Erhältst du eine Maske, die dir erlaubt, im Hintergrund zu agieren, ohne dass jemand Notiz von dir nimmt? Und diese Maske war auf jeden Fall sehr hilfreich in der Piratenfestung. Damit kam mir sowas von gut durch. Die Piraten merkten unsere Anwesenheit sowieso von gar nichts. Wir waren so unauffällig wie ein Stein. Noch unauffälliger geht's gar nicht. Wir waren einfach nicht da. Selbst die Regie war nicht da. Selbst ich war nicht da. Es war so, als ob einfach ein Geist da rumschwirren würde. So, dann kommen wir zum nächsten. Das ist ein bisschen oberhalb in der Nähe des Brunnens. Also im Nordosten, das ich kann erkennen, so unweit des Brunnens. Muss ich jetzt nur genau schauen, wo es wieder ist. Ja, Taya, ich weiß. Wir suchen gerade nach einem Mythenstein. Ah, da ist er ja. Währenddessen die Nacht reinbricht. Pamela, das kleine Mädchen aus musikalischem Hause, verlässt alle 2 Minuten das Gebäude, wenn die Musik spielt. Sie verlässt das Haus aber auch, wenn sie den Knall einer Bombe hört. Also ein guter Trick, wenn wir es verbockt hätten oder verbockt haben, hat sie eben rauszulocken, weil sie dann sich eben einschließt. So, dann wären jetzt nur noch 2 weitere, da wäre jetzt einmal beim Steg beim Fluss und dann einmal dort, wo wir mit der Wunde. Nicht mit der Wunderherz, Entschuldigung. Schon wieder vollkommen durcheinander, weil diese Urkundenquest mich wieder so sehr auf die Nerven ging. Aber was tut man alles, um die Mythensteinrätsel zeigen zu können? Oder eher die Lösung? Und virtuell hat er den Sturz überstanden. Auf jeden Fall ist hier unten das dritte Mythenstein. Wenn jemand den Helm des Hauptmannes, Gyptos Maske oder Garos Maske trägt, beginnen die Gyptos im Schloss von Ikana zu tanzen. Doch wo mag da der Vorteil für dich liegen? Ja, indem man sie leicht töten können, weil sie dann sich sozusagen nicht bewähren können und vor allem in der Meinung, Teil des Schlosses, wenn man eben die Decke weggesprengt hat, kann man dann einfach wieder so mal so Ups, Verzeihung, Ups, Verzeihung, Ups, Verzeihung und Ups, Verzeihung machen. Und ich merke, ich hätte die 200 Rubinen nicht mal abheben müssen. Wir kriegen jetzt dann nicht 200 Rubinen durch die Quest. Das nur für den letzten Mythenstein. Aber egal, ich kann nicht so viel Geld verschwenden, wie ich will. Das ist sowieso nur der letzte, was ich doch mache. Weil die nächsten, beziehungsweise das, was ich gemacht habe vorhin schon, das war alles auf einem anderen Spielstand. So, wieder 200 Rubine. Dann haben wir jetzt noch den letzten Mythenstein und dann werden wir uns dann gleich vor der Milchbar wiedersehen, weil ich muss dann noch eine Chateau Romani abholen. Da werde ich dann noch ein paar vorlesen und dann kommen dann noch 2 Tricks. Einmal, wie man zum Schädelbuchtempel gelangen kann, so möchte gern mäßig. Und einmal, was mit der Gesicht der grimmigen Gottheit zu tun haben, denn wir können sie auch außerhalb des Bosskampfes verwenden, wenn man einen bestimmten Glitch macht. Bin mir noch nicht mehr so genau sicher, wie der genau geht.
Aber ich glaube, ich krieg das hin. Ich krieg das schon hin. So, wir brauchen auf jeden Fall jetzt dann gleich auch wieder die Romanis-Maske. Wobei zuerst eher die Maske der Wahrheit. Das wohl er. Also da drüben ist der letzte Mythenstein. Des Canyons. Das Gesicht der grimmigen Gottheit, die Maske, welche die Vorzüge aller anderen Masken in sich vereint, muss irgendwo in dieser Welt zu finden sein. Ja, und wir wissen wo. Beziehungsweise, wir haben sie schon. Die war nämlich auf dem Mond oben. Und so, indem wir nämlich alle anderen 20 Masken geopfert haben. Für die Schnitte des Maskenhändlers in jungen Version. So, damit haben wir jetzt auch alle hier. Dann können wir jetzt uns eben im Mond das Deku-Labyrinth. Da könnt ihr auf jeden Fall dann unten in der Videobeschreibung könnt ihr dann auch noch den Link zu dem Post, also dem, da die nochmal gepostet worden sind, nochmal gut nachlesen. Also fangen wir mal mit den ersten an. So, nämlich geht es halt nur um die Masken, wo die sich versteckt hatten. Das sind halt eben so die Masken-Spoiler-Steine. Wahrscheinlich muss ich noch kurz cutten, weil die werden sich wahrscheinlich jetzt dann gleich ins Zimmer platzen und mich verabschieden. Also wird die Katze meine Schwester für was? Okay, dann haben wir mal die ersten. So, Cremia, die Besitzerin der Romani Ranch, scheint Romanis Maske gehabt zu haben. Dann hätten wir noch. Scheinbar haben die Gebrüder Gorman Garos Maske für einige kranke Dinge verwendet. Scheinbar war der Leiter der Gorman Ensembles im Besitz der Maske des Zirkusdirektors. Der Bossbote selbst war es, der im Besitz der Mütze des Bossboten war. Anion Kaffee. Eigentlich Kaffee und Anju, Entschuldigung, waren im Besitz der Maske der Liebenden. Das wären auf jeden Fall alle, die es im Deku-Labyrinth zu finden gibt. Dann die im Goron-Labyrinth. Kamaro, der geisterhafte Tänzer, war selbst im Besitz von Kamaros Maske. Das Gerippe namens Kita, Befehlshaber der Knochenritter, war im Besitz des Helmes des Hauptmanns. Es wird erzählt, dass Gyptos Maske von Pamelas Vatergesicht gefallen sei. Der hungrige Gorone trug Don Geros Maske. Die große Fee aus der Stadt war im Besitz der Feenmaske. Dann die aus dem Zora-Labyrinth und die sind noch die schwierigsten. Deswegen habe ich auch dazu entschieden, dass ich die nicht zeigen werde. Shiro, der unauffällige Steinsoldat, war im Besitz der Felsmaske. Guruguru, der wandernde Musikant, war im Besitz der Bremer Maske. Die alte Dame mit der Bombentasche war im Besitz der Kabum-Maske. Der Deku-Diener war im Besitz der Maske der Düfte. Die Maske des Giganten ruhte bis vor kurzem noch im Felsenturm-Tempel. Und dann die noch im Link-Labyrinth, das sind pro Labyrinth immer 5. Ein von den seltsam funkelnden Goldspinnen Verfluchter war im Besitz der Maske der Wahrheit. Und wie will man das bitte schön herausfinden als Spoiler, wenn man die Maske der Wahrheit nicht hat? Okay. Wie es scheint, war Cafés Maske im Besitz seiner Mutter, Madame Aroma. Es wird behauptet, dass Grog vom Hühnerstall im Besitz der Hasenohren war. Es scheint, als hätte die Maske der Nacht im Kuriositätenladen einen Käufer gefunden. Und der Besitzer des Kuriositätenladens scheint die Fußmaske besessen zu haben. Und somit wären das jetzt auch alle Mythensteine vorgelesen. Sogar zum Teil gesagt, dass die halt im Mond bei den Labyrinthen, weil die halt schwer zu finden sind.
Vor allem die im Zora-Labyrinth. Könnt ihr alles nochmal nachlesen in der Videobeschreibung, da ist noch der Link dazu. Und damit war es das jetzt auf jeden Fall. Dann kommen jetzt noch zwei Bonusteile. Wir werden jetzt dann gleich uns dann im Kap Zora nochmal wiedersehen, sozusagen als kleine Belohnung für diejenigen, die es bis dahin durchgehalten haben. Da werde ich dann euch noch kurz zeigen, dass man auch zum Schädelbruchtempel gelangen kann, ohne dass man die Schildkröte braucht. Einfach so gut wie es geht. Was dann auch bei der 3DS-Version nicht mehr geht. Und danach hätten wir dann noch einen Glitch, den wir zeigen können, mit dem wir eben uns möglich sein sollte, eben die Maske des grimmigen Gottheits auch außerhalb von Bosskämpfen verwenden zu können. Aber da schaue ich dann nochmal ein Videoguide dazu. Also dann, ich werde jetzt nochmal kurz cutten und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, und da wären wir. Da werden wir euch jetzt mal kurz einen... Ja gut, das ist was wie ein Glitch zeigen. Aber damit der auch wirklich funktioniert, habe ich mir jetzt auch eine Chateau Romani gekauft. Was auch für mich besser ist. Denn jetzt haben wir auch unendlich Magie zur Verfügung. Das wird nämlich an diesem blauen Balken gezeigt. Denn dies werden wir jetzt auch benötigen. Und zwar, ihr wisst ja, dass wir mit Eispfeile eben einfrieren können, das Wasser. Das werden wir jetzt auch nutzen, um zum Tempel zu gelangen. Aber ich muss jetzt auch schnell sein und die Platten nicht zu weit auseinanderlegen. Also ich weiß nicht, ob das gerade funktioniert, weil ich bin nicht so gut. Der ist jetzt schon ein bisschen weiter weg, weil ich darf jetzt nämlich das Wasser unter keinen Umständen mehr berühren, weil sonst triggere ich nämlich die Szene, dass ich halt zurückgeworfen werde. Und solange ich das Wasser nicht berühre, wird das auch nicht geschehen. Und da ich jetzt halt eben durch die Eisplattformen halt oberhalb bin, geschieht das auch nicht. Also setzt sie auf jeden Fall nicht zu weit nach vorne, weil sonst ist der Sprung halt ein bisschen schwierig. So, und jetzt sind wir schon über der Zone raus, in dem halt der Nebel ist. Am besten setzt sie auf jeden Fall auch noch so weit, dass sie halt springen müsst. Dann einfach immer weiter, und das würde ich auf jeden Fall auch nur mit Chateau Romani empfehlen. Auf nur das Mikrofon ist unten. Ja, sieht so aus. Dann einfach immer weiter und immer weiter. Und wir kommen dem Schädelbruchtempel immer wie näher. Ich hoffe nur, die Pfeile reichen auch. Jetzt sind wir fast schon auf gleicher Höhe. Kommen einfach nicht so dicht dran. Weil es halt nur eine grafische Textur. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich glaube, es geht auch so. Jetzt sind wir so in etwa auf fast gleicher Höhe. Wenn ich jetzt halt das Wasser berühre, dann werde ich halt wieder zurückgesetzt, weil das Wasser halt eine Ladezone ist, der hat uns wieder zurück an die Küste setzt. Jetzt hat man halt eben den Tempel, es ist halt wie ein Fisch. Jetzt können wir da noch weiter. Das geht noch ein bisschen weiter, wir sind jetzt halt schon außerhalb der Map. Okay, das war jetzt schon wieder ein bisschen zu risky.
Man muss halt eben abschätzen, wie weit kann man springen und wie weit sollte man. Wahrscheinlich gehen mir jetzt die Pfeile aus, bevor ich an den Rand der Welt komme. Es klappt noch. Ja, jetzt bin ich runtergefallen. Aber ich glaube nur, weil er auch den Sprung nicht mehr gesetzt hat. Weil wenn man das noch weit genug schafft, dann kommt man nämlich auch noch an der Rand der Spielmap, also so viel wie es programmiert worden ist. Weil da kann man auch noch runterfallen. Und eben sobald man halt eben ins Wasser fällt, wird man halt eben zurückgesetzt. So, dann kommen wir jetzt noch zum letzten Glitch. Aber da werde ich jetzt auch mir selbst auch noch einen Safe State setzen, weil da ich dann gleich auch noch den Bosskampf noch ohne der Maske der grimmigen Gottheit machen will. Und ich glaube, ich werde sogar die Zeit sogar zurücksetzen, weil ich glaube, also mit Chateau Romani anzutreten, das ist halt auch schon ein bisschen fies. Also, da habe ich genug Kohle. Ich kann mir auch mit blauen Elixieren zudecken. Und ein paar Feen. Also, drei blaue Elixiere und drei Feen. Also, kann ich eigentlich den Spielstand auch versauen. Das ist mir jetzt auch Wurst. Weiß aber, wo ich die blauen Elixiere kriege. Ich muss halt dann noch mal ein bisschen Geld holen. Dann kommen wir jetzt halt eben noch zum letzten Glitch. Und das ist nämlich der First-Tier-Glitch. Der ist uns halt erlaubt, die First-Tier-Maskotte, auf Deutsch die Maske der grimmigen Gottheit überall einzusetzen. Jetzt hattet ihr auch noch die Chateau-Romani auch noch in Aktion gesehen. Ich werde dann auch wieder 500 Rubine für mich ablagern müssen für den einen Bosskampf. Aber das ist auch das Letzte, was ich jetzt noch zeige. Da kann ich auch noch zeigen, was ihr auf jeden Fall nicht tun solltet, weil ihr auch sonst sozusagen ich jetzt ausglitscht. Aber ich glaube, ich setze auf jeden Fall den Safe State trotzdem noch. Weil, es ist halt eben so, wenn ihr halt mit der Maske dann in die Stadt geht, dann kommt ihr halt nicht mehr raus. Das werde ich euch dann gleich zeigen, noch wieso. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall eine seichte Wasserstelle. Wie zum Beispiel die hier. Es gibt auch noch eine bei den Sümpfen. Muss einfach so eine seichte Wasserstelle sein. Jetzt müssen wir halt dafür sorgen. Als erstes brauchen wir jetzt mal die Maske. Denn wir müssen jetzt sozusagen als Zora so weit etwa drin stehen, dass wir etwa bis zum Bauch im Wasser stehen. So in etwas so. Jetzt müssen wir mal schauen. Und jetzt müssen wir halt eben abtauchen. Und sobald wir abtauchen, müssen wir sofort die Maske setzen und dann B-Taste spammen. Und zwar so lange, bis der B-Knopf verschwindet. Das Gesetz, es funktioniert. Okay, ich glaube, ich war noch nicht richtig positioniert. Muss ich noch ein bisschen weiter, weil das halt ein bisschen Präzisionsarbeit. Komm schon, funktioniert jetzt doch. Es kann ein paar Anläufe dauern, bis das funktioniert. Also nochmal. Oder ist das bei diesem Emulator besser nicht möglich?
Und er schaut dann gleich nochmal nach und dann wird er nochmal kappen. Ich glaube, ich schaue nochmal nach. Das ist halt ein bisschen kompliziert. Ich schaue einfach gleich nochmal nach und dann werde ich den Erfolgsversuch reinschneiden. Also ihr wisst jetzt so in etwa, wie es funktioniert. Also einen Versuch versuche ich jetzt noch mit euch zusammen. Und wenn es nicht funktioniert, dann werde ich den Erfolgsversuch reinschneiden. Oh, dann probieren wir das nochmal. So, etwa bis dahin. Das funktioniert hat, wenn ich den A-Knopf drücke, nicht mehr. Okay, ich glaube, ich schaue nochmal nach. Dann seid ihr dann gleich einen Erfolgsversuch, weil ich krieg das anscheinend gerade nicht hin. Also dann bis gleich, sobald wir den Erfolgsversuch haben. Es hat schon mal funktioniert, das war jetzt auf jeden Fall Step 1. Weil ich hab noch vergessen, halt den Knopf zu drücken, an dem die Maske ist. So, jetzt sind wir halt eben diese Stelle festgefroren. Ihr könnt jetzt nichts mehr tun, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr seid jetzt festgefroren. So, jetzt müssen wir es halt eben so machen, jetzt müssen wir halt eben... Also die Maske der grimmigen Gottheit, die ist jetzt halt eben auf der einen Taste, also die muss da vorher noch sein. Jetzt tauschen wir eben die Plätze damit, dass wir die jetzt auch da haben. Und da braucht man jetzt... Okay, wieso funktioniert das jetzt nicht? Okay, dann muss man wahrscheinlich zuerst noch rollen, also noch... Beam ist jetzt noch Ball. Okay, ich muss es noch mal probieren, es hat nicht funktioniert. Wieso will es nicht funktionieren? Was ist da jetzt das Problem? Muss ich das Video noch mal... Muss das noch mal schauen, wie das noch mal genau funktioniert. Einen Moment, das haben wir dann gleich. Wahrscheinlich bin ich noch nicht genau richtig positioniert. Wahrscheinlich ist das der Grund. Er muss halt auch laufen können. Das ist das Problem. So, nochmal. Okay, das war jetzt nicht... Oh.
So will es nicht. Es hat wieder einen schmalen Grat, den er nicht will. Ich verstehe es auch nicht. Okay, ich glaube, ich muss doch mal cutten, weil anscheinend will er nicht so, wie ich will. Das hat mit diesem Emulator zu tun. Schau, jetzt mach das Video nochmal an. Der muss halt rollen, weil sonst funktioniert es nicht. Das ist halt das Problem und der will es nicht. Krieg das doch hin. Irgendwie. Stunde noch mal gehen. Okay. Wieso willst du nicht? Wo ist das Problem, Spiel? Wo ist das verdammte Problem? Also ich will mal einen Glitch demonstrieren und das Spiel weigert sich. Der mir dann halt wieder zuschlägt. Meine Fresse! Es hat wieder einen schmalen Grat, an dem es funktioniert und an dem es wieder nicht funktionieren will. Okay, jetzt hat es funktioniert. Weil sobald ich sehe, dass er halt dann auf der Stelle rollen kann, dann hat der Glitch funktioniert. Jetzt tauscht ihr noch die Maske aus, denn jetzt ist eben da, wo die Zora-Maske ist, ist jetzt halt eben die Maske der grimmigen Gottheit eben aktiv, weil halt das Spiel denkt, dass halt die Maske immer noch die gleichen Positionen haben. Und jetzt können wir uns halt eben in die Maske der grimmigen Gottheit verwandeln, weil es halt denkt, wir wollen uns eigentlich zurückverwandeln. Und ich glaube, ich habe wahrscheinlich den Save-State nicht gesetzt. Kann das sein? Na gut, ich kann es eigentlich auch resetten. So, und jetzt sind wir einfach... ...Fierstiertling. Also mit der Maske der grimmigen Gottheit. Jetzt können wir damit einfach rumlaufen. Und seht mal den Größenunterschied an. So, und um bei diesem Vogel noch zu rächen ein bisschen. Dann komm mal her. Ja.
Bull funktioniert nicht so perfekt, weil der halt nie richtig treffen will. Es hat nur so, aber ich glaube nicht, wir können jetzt uns nicht mehr zurückverwandeln. Und jetzt nochmal ein Safe machen, weil dann zeige ich mal, was passiert, wenn wir jetzt in die Stadt reingehen. Wir lassen uns sozusagen nicht mehr raus. Sie erkennt zwar das Schwert, aber das Spiel ist halt dem dann ein bisschen verpackt. Sie hat die Größen, wir sind größer als die Erwachsenen. Wir sind einfach ein Gott. Wir sind noch stärker als Beerus vielleicht. Okay, gut. Ich gebe es zu, Beerus ist wahrscheinlich stärker. Es ist noch interessant, kann man sich so raus? Es sieht echt so aus, als ob man noch so rauskommt. Also man ist auf jeden Fall für immer gefangen. Da hilft sogar auch dieser Glitchstich, den ich mal gezeigt habe. Auf jeden Fall wird jetzt immer so gefangen. Aber ihr könnt jetzt einfach noch so einen Spaß haben, solange es geht. Ich glaube, Maske wegwechseln, das glaube ich, das geht gar nicht mehr. Und wir können sie auch nicht mehr abziehen, also wir sind jetzt sozusagen für immer als Gott gefangen. Und ich glaube, so ist wahrscheinlich Link auch wirklich gestorben. Er hat wahrscheinlich den Cheat benutzt, also den Glitch. Und läuft jetzt als diese Gestalt hier umher und verbreitet Gerechtigkeit in den Gegenden. Naja. So viel auf jeden Fall dazu. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Spaß. Damit endet das Projekt jetzt auch. Damit endet es auf jeden Fall jetzt auch. Wenn ihr noch Bock habt, jetzt halt den Bosskampf ohne der Maske der Grimmen Gottheit zu sehen, dann könnt ihr auch noch das auch noch genannt sehen. Nachdem, wann ich es genau gebe. Sieht er selbstverständlich. Also. Und damit verabschieden wir uns in dem Part. Danke, dass ihr dabei wart und danke, dass ihr dem gesamten Projekt beigewohnt haben. Was dann als nächstes folgt, das ist noch unklar. Weil ich das noch nicht genauso planen kann. Also zumindest hier diesen Bonuspart kann ich es noch nicht genau sagen. Vielleicht kann ich es am Ende des Let's Plays wirklich sagen. Also dann, wenn wir den Endboss geblättert haben. Weil zu aktuellen Zeitpunkt kann ich es wirklich nicht sagen. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Projekt. Ciao!